Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu einer weiteren Folge hier mit dem Chris auf mit Venus in dem Spiel Stationeers. Ja, ich hatte euch in der letzten Folge schon mal ein bisschen was gezeigt, was ich hier gerade vorhatte. Und dann habe ich leider nicht die Aufnahmetaste gedrückt. Das heißt, ich habe hier schön 30 Minuten gespielt und habe natürlich nicht aufgenommen. Habe aber nicht viel gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe hier jetzt die Klimaanlage wieder im Gange. 3086 Mol. Die läuft wieder. Keine Ahnung, warum die gehackt hat. Das war irgendwas im Spiel oder nach langer Zeit. Vielleicht muss man sie einmal neu starten. Ja, dann habe ich hier die Radiatoren dran, die Generatoren. Die Radiatoren dran gemacht, habe das hier oben abgetrennt und habe jetzt hier 438 Grad plus drin. Denn ich brauche die Seite hier heiß und die Seite wird nicht mehr heiß. Die wird irgendwann nicht mehr heiß, wenn das hier minus 62 Grad hat. Und deswegen müssen wir das mal ein bisschen aufheizen, damit hier wieder ein bisschen Hitze entsteht. Und wir haben jetzt hier 1356 Grad Celsius, denn ich hatte nämlich was vor, und zwar, ihr habt sie sehen. Na, ihr habt sie sehen? Was wollte ich machen? Naja, ihr könnt zurückspulen, das ist eigentlich Blödsinn. Naja, ich wollte hier Silber, Silikon und Kobalt zusammentüdeln und daraus entsteht Stellite. Und für Stellite brauchen wir, gucken wir mal hier rein, also mir gefällt das neue Stationpedia überhaupt nicht, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, denn ich kann jetzt nicht mehr weiterspielen. Ja, wenn das jetzt hier, ich kann jetzt F1 drücken, dann kann ich weiterspielen, aber so kann ich nicht weitermachen. Das war früher so, ist nicht mehr so. 10 Megapascal bis 20 Megapascal kriegen wir hin, wir haben 19,97 und wir brauchen mindestens 1526 Grad. Das heißt, wir haben ja hier 1300 Bengen drin, das heißt, da sind wir ja dann bald irgendwann. So, jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen Wärme reinzubringen und dabei aber nicht den Druck anzuheben. Müsste jetzt auch steigen, ja, das passiert auch. Mal ein bisschen mehr reinlassen, warte mal, das ist Eingang, glaube ich. Ne, das war Ausgang. Das ist Eingang. Genau, jetzt steigt der Druck wieder. Jetzt gucken wir mal, was wir hier an Temperatur kriegen. 1000 Grad, na, das reicht noch nicht. 1040, 50, jetzt müssen wir wieder ein bisschen zudrehen hier. Ja, den müssen wir zudrehen. Nein, den zudrehen und den ein bisschen aufdrehen. Ja, gucken wir mal, 1094 Grad, ja, mehr schaffen wir nicht. Das heißt, wir machen den jetzt auch zu. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir an Temperatur verloren haben. Ja, 1300 Grad, also mehr schaffen wir tatsächlich nicht. Müssen wir also noch ein bisschen warten. Sauerstoff schon wieder alle. Ja, 1094 haben wir geschafft. Reicht aber wie gesagt noch nicht. Müssen wir also noch weiter warten, bis hier das Ding hier weiter sich aufgeheizt hat. Ja, wir brauchen ja ungefähr 1500 Grad ungefähr. Jetzt haben wir 1200 hier. Was ist denn hier passiert? Achso, wir hatten 1300 vorher. Ah, ich bin total blöd. So, die Klimaanlage hier, die hatte ich dann mal zurückgebaut hier. Das hat ich euch ja gezeigt, weil die hat auch nicht funktioniert. Die lassen wir jetzt aber erstmal aus, weil wir brauchen im Moment keine Kühlanlage. Und ich hatte ja hier drinnen angefangen, das Ganze auszubauen. Und das Problem hier war halt, dass ich mich irgendwie gefragt habe, was wir hier eigentlich machen wollen. Ja, weil eigentlich ja, sollte hier das Gaslager rein, aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil wir eigentlich, ja, eigentlich brauchen wir auch diesen Raum hier gar nicht. Ja, also, das ist so, ich weiß noch nicht, ob wir hier wirklich irgendwas bauen wollen. Weil wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen. Ja, wir haben hier draußen, wir haben unser Gewächshaus, was wir nicht betreiben müssen, weil wir immer noch den Bagger mit dem Essen und dem Trinken. Ja, ich habe auch die Savegame-Datei nochmal versucht zu editieren, habe dann nochmal eine Hungerrate eingestellt. Funktioniert nicht. Warum, weiß ich nicht. Ist wohl irgendwie wieder buggy. Ja, 1100. Sieht schon gut aus. Können hier ruhig noch ein bisschen Wärme mit reinnehmen. Wie gesagt, wenn wir beide gleichzeitig laufen lassen, dann zirkuliert das und wird aufgeheizt. Ja, wir können noch ein bisschen mehr rein. Ich glaube, das war rein, ne? War das rein? Ja, das war rein. Machen wir mal hier 11 Liter. Ja, gucken wir mal, ob das hier halbwegs stabil bleibt. Ah, nicht ganz. Machen wir mal 12 Liter machen. Ja, jetzt steigt es ein bisschen. Okay. Dann machen wir hier 12 Liter. So, 1200 Grad haben wir schon.
Wie gesagt, wir brauchen 1500 oder so. Und wie gesagt, zwischen 10 und 20 Megapascal, also das kriegen wir hin. Und wie gesagt, die heizt ja jetzt auch gegen, also 1273 müssten wir hinkriegen. Ah, machen wir hier nochmal einen zurück. Nee, machen wir hier mal einen zurück. Ja. Ah, jetzt steigt es wieder. Das ist okay. Ja, so, mehr kriegen wir nicht hin. Also machen wir zu. Ja, machen wir zu. 12,3 irgendwas. 12,39. Also müssen wir noch ein bisschen warten. So, Licht können wir mal ausmachen. Ist hell draußen. Haben wir jetzt 12,93? Habe ich jetzt richtig geguckt? 12,39 wollte ich meinen. Nee, 12,93 geht doch gar nicht. 12,70. Ja, der kann jetzt wieder heizen hier. Da gucken wir mal hier, wie es hier mit der Temperatur aussieht. 440 Grad plus. Ja, der kann auf jeden Fall gut gegenhalten hier. So, gucken wir mal hier, was hier rauskommt. 473 Kelvin. Ja, das ist richtig. Das ist korrekt. So, das heißt, wir lassen den jetzt noch ein bisschen weiter tüdeln hier und dann kriegen wir das eigentlich hin, das Stellite zu schmelzen. Und die Frage war, wofür brauche ich Stellite? Was hatte ich vor? Und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar brauchen wir Stellite und Estroloy. Sind ja ähnlich vom Machen, sage ich mal. Also ähnlich in Anführungszeichen. Und zwar wollte ich, weil, wie ihr hier seht, bin ich ein paar Mal angeditscht mit meinem Anzug, wollte ich mir halt einen Anzug machen. Ne? Hardsuit, der braucht halt Stellite und Estroloy. Und der Hardsuit, also Helmet und Hardsuit, der braucht halt auch Stellite und Estroloy. Also habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt erstmal mit Stellite an. Das habe ich ja schon mal geschmolzen, brauchte ich ja auch. Soweit bloß mal gucken, dass wir hier das Kobalt gleich mal mitnehmen, weil wir brauchen für Estroloy auch Kobalt. Und wir könnten eigentlich die anderen Erze auch gleich noch mitnehmen hier. Die können wir draußen in den Schrank packen. Weil beim Buddeln habe ich natürlich wahnsinnig viel Erz gefunden. Und die sagt Oxygen Low, das ist ein bisschen ärgerlich, dass diese Stimme so leise ist, weil manchmal hört man die nicht. Und dann wird der Charakter auf einmal dizzy, ne? Das ist ein bisschen lustig. Dann hat man noch so ein paar Sekunden und dann fällt man tot um. So, jetzt gucken wir mal hier. Haben wir doch Nickel ohne Ende, ja. Guck mal hier, Nickelback hier und so. So, machen wir mal so. Das ist auch ein 50er Stack. So, das Kohle. Haben wir auch ein 50er. Oh, 47 Kohle, das ist natürlich geil. So, warte mal, wir können mal gucken, was wir hier noch an Kohle haben. Hier haben wir noch Kohle. Damit haben wir noch einen weiteren 50er Stack. Noch ein 50er Stack. Das Kupfer kann da drauf. Silber, Eisen. Dann haben wir hier noch einen ganzen Stack Eisen. Das Kobalt packen wir hier auch mal mit rein. Das Kupfer kann dahin. Kohle dahin. Hier können wir noch das Gold reintun. Das ist ein 50er Stack. Das ist okay. Achso, das packen wir jetzt noch woanders hin. So, und jetzt haben wir hier noch Blei. Das können wir auch noch reintun. Und das Kobalt können wir hier drauf stacken. Da haben wir schon 42 Kobalt. Weil wir brauchen dann noch einen 50er Stack Kobalt. Und da sehe ich auch gerade, wir haben gar kein Kobalt mehr. Also müssen wir nochmal einen Kobalt-Stack besorgen. Da muss ich mal gucken. Da würde ich aber am Tage mal rumfliegen und welchen holen. Weil ich habe jetzt da in der Höhle zwar einen Haufen Kobalt abgebaut. Einen Haufen nicht, zwei Stacks abgebaut. Aber ja, das ist nicht so besonders viel. 12,79. Ne? Wollen wir nochmal probieren, ob wir hier noch ein bisschen was reinkriegen. Ja, 12,50. Ja, das ist natürlich über den Wärmetauscher. Ja, das heißt, da müssen wir schon ein bisschen gucken. Wir müssen natürlich auch ein bisschen Gasaustausch hier haben, weil sonst kriegen wir die Wärme da nicht rein. 12,58. Naja. So, man könnte natürlich jetzt die zweite Klimaanlage mit dazu nehmen und die heiße Seite hier mit drauf koppeln, aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil da müsste ich die jetzt wieder anwerfen, das wollte ich jetzt nicht machen.
Wie gesagt, der kriegt jetzt auch schönes heißes Gas. Wir werden jetzt aber mal die Dings hier mal abbauen. Die Radiatoren, weil dann können die nämlich schon mal loskühlen wieder hier. Und dann gucken wir mal, wie sich die Effizienz dann ergibt sozusagen. Weil ich habe festgestellt, wenn die kalte Seite zu kalt ist, dann funktioniert das hier auf der heißen Seite nicht mehr. Ja? Andersrum hatte ich ungefähr so minus 200 Grad hier auf der kalten Seite und habe hier 3000 Grad gehabt. Ja? Also das funktioniert auf jeden Fall. 1280. Ja, man könnte jetzt natürlich überlegen, ob wir jetzt hier noch Heatpipes draufpacken. Also Heater, Energie haben wir. Ja, also gib mir unsere Batterien an, die sind immer voll. Hier sind immer voll, immer blau. Könnte man sich ja tatsächlich überlegen, ob wir jetzt hier nicht ein paar Pipe-Heater mit draufsetzen. Theoretisch möglich wäre das ja. Ja, also ich könnte ja mal kurz gucken. Ach, jetzt habe ich natürlich... Ob wir hier irgendwo eine Stromleitung haben. Da haben wir ja schon eine Stromleitung. Ja, die könnten wir ja nehmen. Hatten wir nicht schon Pipe-Heater? Ich guck mal. Ich glaube, Wasser-Heater hatten wir, glaube ich, ne? So, dann habe ich noch ein paar Steelframes gebaut und ein paar Dings, ein paar Steelsheets. Ich musste aber einen Spielstand weiter vorne laden, weil ich nämlich total geil war. Ich habe das hier angestoßen, erinnert euch? Ich habe das angestoßen hier mit den Frames und habe natürlich die 800 Eisen komplett verbatzt, ja. Mit 10 Millionen Dings. Das heißt, ich habe dann, also 10 Millionen Frames. Das heißt, ich habe dann nochmal den Spielstand geladen und habe das nochmal gemacht. Ja, also, weil, ja, das war schon blöd eigentlich. So, Pipe Heater. Wollen wir mal gucken. Haben wir sowas? Ich meine, wir hätten noch keinen gebaut. Ne, haben wir nicht. Okay, dann gucken wir, was kostet denn so ein Pipe Heater? Können wir uns das leisten? Es muss ja jetzt einfach mal schneller gehen. Ja, können wir bauen. Dann bauen wir mal 3 Stück oder so. Und, ja, da war ja dann auch die Frage so, warum machst du das denn nicht mit der Elmo Furnace? Ja, Elmo Furnace ist eine geile Sache, funktioniert auch super geil. Möchte ich aber jetzt aktuell keine bauen, weil ich einfach mir jetzt nochmal überlegen möchte, was ich hier noch so treiben will. Ja? Also eine Elmo Furnace brauchen wir eigentlich nicht, weil wir eigentlich das schmelzen können, was wir schmelzen wollen. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber es funktioniert trotzdem. Ja. Ja, super geil, Chrissy. Hast du gut gemacht. Ach Mensch, ey. Oxygen low. Hä? Jetzt blöd. Da baut das da hin und da nicht. Was ist denn das für ein Quatsch? Jetzt verarschen heute. So. Ja, so geht das wohl. So, jetzt brauchen wir natürlich hier unser Kabelmesser sozusagen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass wir das unbedingt bräuchten, was ich jetzt hier gerade mache, aber wie gesagt, so geht es ein bisschen schneller. Mit der Elmo Furnace wären wir sicherlich weitaus schneller. Ja, also ohne Frage. Ich weiß sowieso gar nicht, ob wir jetzt überhaupt da jetzt die 3 kW rausziehen können, die wir jetzt bräuchten. Weiß ich noch gar nicht, ob das funktioniert. Wir probieren das mal. Der Trafo wird dann schon meckern irgendwann. Ja, können wir. Ist okay. Wir können ja mal drauf gucken, was hier wirklich passiert. Ja, man muss schon anmachen, das Ding. Ah ja, 3,5 kW. Ah ja, das geht schon. So. Dann gucken wir mal rüber, wie es sich hier im Rohr tut. 1293, also die machen ja immer pro Tick so und so viel Joule Energie, die Rohrheizer. Ja, sie machen ein bisschen was. Ja, ein bisschen was machen sie auf jeden Fall. Ja, wir brauchen, was haben wir gesagt? 1526,8, also 1527 Grad brauchen wir. Wir lassen das jetzt erstmal brummen hier, das Ding. Ja. Wir können jetzt erstmal heizen. Wie gesagt, Energie kostet uns ja eigentlich nichts. Und wir können ja nochmal hier oben kurz kicken, was wir... Ah, ne, können wir nicht kicken, weil habe ich alles... habe ich alles abgedeckt. Aber was mich jetzt aber wundert ist,
Ach, ich wüsste, warum die da oben voll sind. Ich weiß warum, weil die hier unten da dran hängen. Die da unten drin sind. Und ich glaube, die sind so gut wie leer. Glaube ich. Aber selbst das wäre auch kein Problem, wenn hier der Strom ausgeht. Weil es ist ja egal eigentlich. Ich glaube, das sind die hier. Aber das läuft. Das läuft eigentlich. Ja. Naja. Beauty Knuti, dann lassen wir die da mal brennen. Und dann überlegen wir uns, was wir machen. Also wie gesagt, das mit dieser unterirdischen Basis, ich habe das jetzt ewig lange gebaut, aber eigentlich, oh, was will ich denn da machen? Ich habe hier eigentlich alles. Also wenn, dann lieber noch ein paar Sachen automatisieren und Atmosphäre herstellen und sowas hier drin vielleicht. Und ist ja bloß ein kleiner Raum, ist eigentlich auch blöd. Also eine kleine Werkstatt wäre vielleicht ganz cool hier drüben, sag ich mal. Ja, dass wir da drüben bauen können. Dass wir nicht immer hier rein müssen in diesen kleinen Raum hier, weil ne, die Schränke und das Material und so, das ist alles blöd. Deswegen könnten wir da drüben eigentlich schon was machen. Wir gucken nochmal hier drauf. 1300 Grad, na, sieht gut aus. Wir können hier nochmal reingucken. Also, dass wir sagen, wir machen hier zum Beispiel einen Batterieraum rein. Da kommen dann aber große Stationary Batteries rein. Und hier machen wir dann unsere Werkstatt mit Küche, hatten wir ja gesagt. Ne? So, und der Raum da hinten, das lassen wir dann erstmal. Mit Schleusen natürlich, also hier eine Schleuse und hier vorne haben wir ja eine Schleuse. Dann können wir nach hinten nochmal rausgehen, wenn wir wollen, können da draußen weiterbauen, aber haben das hier als einen Raum schon mal. Mit Licht und allem Pipapo, das wäre schon ganz nice, wenn wir das hätten. Sauerstoff haben wir ja hier liegen, das müsste ja, glaube ich, ja, das ist hier die Sauerstoffleitung. Das heißt, wir könnten da drin eine super easy eine Atmosphäre aufbauen. Wir können da drin ein bisschen rumrennen, sage ich mal. Ja, bauen wir uns eine Filteranlage, die alles rausfiltert, was nicht Sauerstoff ist. Und Peng ist der Lack. Ja, da müssen wir jetzt hier nicht groß zucken. Und sagen hier, weil wenn wir da nämlich drin atmen, dann erzeugen wir ja CO2. Aber das könnten wir ja zum Beispiel auch machen, um hier Pflanzen dann irgendwo hinzustellen, ne? Die dann noch weiter ein bisschen Sauerstoff mit erzeugen. So Blumen, was ich auch auf Vulkan gemacht habe, könnte man ja auch machen, auf jeden Fall. Aber so Sauerstoff, Wasserstoff, hier Rakete einmal starten, reicht das für 10 Jahre. Ja, also 1307. Ja, also ist natürlich sehr heiß. Und da haben die natürlich auch gut zu tun, die Jungs. Da wäre vielleicht die Überlegung, ob wir noch einen dritten, vierten dazu packen könnten. Könnten wir theoretisch. Dann geht es noch schneller. Ja, und wie gesagt, man könnte natürlich auch den Oxygen Heater nehmen, beziehungsweise den Heat Controller von Elmo. Der würde mir jetzt instant 2000 Grad heißes Gas machen, was wir dann verwenden könnten. Die Elmo Furnace haben wir jetzt schon so oft aufgebaut. Ich glaube, die brauchen wir nicht mehr zu zeigen, wie die geht. Ja, ich baue da noch einen vierten Heater mit dazu. Jetzt kommt ja gerade die Sonne raus, dann können wir die Energie auf jeden Fall noch nutzen. So, das können wir mal zumachen hier, das brauchen wir gerade nicht. Ja, dann hatte ich hier mal 5 Tanks gebaut, um mal zu gucken, wie groß die werden. Das hatten wir ja auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das die Folge war, die ich nicht aufgenommen habe, oder ob ich euch das gezeigt habe. Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls da habe ich gemerkt, dass die Tanks eigentlich schön unter der Erde passen da, ne? Also da und in unserer coolen Basis sozusagen. Also es macht ja keinen Sinn, da drin jetzt alles wieder neu zu bauen. Wenn wir draußen alles abreißen müssen, um es dann da drin zu bauen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich reiße jetzt hier mein Greenhouse ab und baue das da drin auf. Wozu? Also das, was wir hier haben, können wir ja benutzen. Das funktioniert ja auch. Ja? Das Greenhouse. Also es ist eigentlich tadellos in Ordnung. Ja. Guck mal, jetzt macht das wieder richtig rum. Also, oh, ich habe eine Exception. Na gut, das ist Beta, da kann das mal passieren. Irgendwo habe ich drauf geguckt, dann hat er eine Exception geschmissen. Wo habe ich drauf geguckt? Ich bin hier, habe hier irgendwo hingeguckt. Muss ich mal aufschreiben, weil dann kann ich nämlich den Bug posten. Ich habe hier so hingeguckt, okay, und dann habe ich hier irgendwas anderes gemacht. Mhm. Ich habe keine Exception gesehen. Na, sei es drum. So, was wir auf jeden Fall auch noch machen müssen, wir müssen aufpassen, dass uns hier oben das Ganze nicht zu warm wird. Weil das hier ist unsere Kühlanlage, die unser... Ah, minus 229 Grad. Okay, da passiert nichts. Das ist okay. Die habe ich nämlich abgekoppelt. Da drüben seht ihr ja. Die habe ich abgekoppelt, damit ich das hier ein bisschen aufwärmen kann, damit die hier ein bisschen besser funktioniert. Die muss aber noch in Betrieb bleiben, weil ich möchte hier drin weiter 20 Grad haben. 20,5 haben wir jetzt gerade. Und möchte hier weiter eine Atmosphäre haben, damit wir hier im Notfall Pflanzen anbauen können, die wir essen können. Und das ist ein gutes Stichwort.
Essen funktioniert gerade wieder nicht. Ah, ich muss mal zur nächsten Folge, muss ich noch mal rumbasteln hier, weil es ist blöd, wenn das nicht funktioniert. Das ist nicht, gefällt mir nicht. 1321. Na, dann können wir doch schon noch mal ein paar Grad hier aufnehmen, oder? Ja, ein paar können wir da noch aufnehmen. So, der Druck fällt ein bisschen. Da kriegen wir vielleicht mehr Hitze raus dann, aber das ist eigentlich auch Quark. Weil. Na, jetzt habe ich wieder verkehrt drauf gemacht. Hm, 1281. Das reicht immer noch nicht. Was haben wir gesagt? Wie viel? 10 bis 20 Megapascal. Also müssen wir unter 20 Megapascal bleiben. Da können wir den Druck jetzt auch fallen lassen. Bis dahin. Und. Ja, das Problem ist, wir können halt nicht so genau die Pumpen steuern, wie das ein PID-Regler könnte. Dementsprechend wird unser Druck natürlich nicht stabil bleiben, ne? So, aber das ist okay. Das wird ja heißer. Dadurch geht der Druck auch nochmal hoch. Ja. Es ist langwierig mit diesem System, sicherlich. Aber es funktioniert. Aber uns fehlen ja noch über 300 Grad, sag ich mal. Ja, naja, fast 300 Grad fehlen uns noch. Also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Aber das können wir ja so lassen. Jetzt ist das hier eingeschwungen. Seht ihr, 20,24 Megapascal. So können wir das jetzt lassen. Jetzt läuft das die ganze Zeit im Kreis da drin. Ne? Pumpe pumpt raus, andere Pumpe pumpt rein. Über den Heat Exchanger haben wir ja an unserer Heizungsanlage hier angekoppelt. Ist ja alles hier unten runter. Und die heizen jetzt hier fleißig mit. Und dann müssen wir halt nur gucken, dass uns da jetzt nicht die Power ausgeht. Aber was hatten wir an Druck? 8,6. Die Mol gehen nicht verloren. Okay, alles klar. Super. Wie sieht es hier aus? 405,9. Ah, es fällt langsam. Ja. Ja, ja, ja. Naja, wir müssen ja hier was kühlen können. Und nur dann haben wir da drüben Hitze. Weil wir müssen ja Energie von hier darüber transportieren. Und nur wenn das hier auf der kalten Seite warm ist, dann funktioniert das. Ah, es hat auch 406 Grad. Sehr schön. So, 91 Kelvin, 89, 90, 89 sieht gut aus, funktioniert. 473 Kelvin, mehr schafft sie nicht, ja. Ja klar, 273 Kelvin plus 200 Grad, ne? Ach, 273 Kelvin. Das erzähle ich euch denn hier gerade. Das erzähle ich, habe ich gerade mal erzählt. 1324 und Druck ist stabil bei 2,3. 1500, wie viel Kelvin brauchen wir? 1800, ja. Hm. Naja, fehlt uns ein bisschen was. Das ist nicht schlimm. Temperatur steigt auf jeden Fall noch. Hoffe ich. Ja, Temperatur steigt noch. Ist zwar langsam, aber sie steigt. So, ich hatte dann auch hier drin nochmal nach den Tanks geguckt. Komischerweise hat immer die äußere Tür hat keinen Schaden, die innere Tür hat Schaden. Ich verstehe nicht, was hier passiert ist. Ich habe hier drin auch nochmal reingeguckt bezüglich unseres Gasvorrats. Wir könnten die Rakete nochmal starten lassen. Das müsste theoretisch gehen, dann hätten wir noch ein bisschen mehr Sauerstoff und Wasserstoff. Wir wollen ja die Basis eventuell unter Sauerstoff setzen und da ist halt die Frage, was brauchen wir da eigentlich? Ja, hier haben wir 28.000 Mol, das ist schnell weg, das wisst ihr. Hier haben wir 16.000 Mol, also theoretisch können wir die Rakete noch einmal schicken. Wasser haben wir noch genug, 2.000 Mol. Die könnten wir eigentlich hier mal rauspumpen. Fünf Grad. Also wie gesagt, am Anfang, wir haben ja um jedes Mol gekämpft. Erinnert ihr euch noch an die Folgen? Wir haben um jedes einzelne Mol haben wir gekämpft, ja. Sehr schön. Was habe ich denn da gebaut? Was ist denn das? Da wollte ich, glaube ich, den Drain irgendwie mit betreiben oder so. War das nicht so? Irgendwas wollte ich damit machen. Naja, sei es drum. So, die können wir mal ausmachen hier. Und dann schmeißen wir mal einmal den Raketen-Johnny nochmal an und holen ihn nochmal. Und dann gucke ich nämlich nochmal, ob meine Scheiben nochmal explodieren. Weil beim letzten Mal gab es irgendwie einen Atmosphärenbug. Da sind hier die ganzen Scheiben rausgeflogen. Ja, weil das sollte eigentlich theoretisch nicht sein. Deswegen könnten wir die nochmal schnell quicksaven. Heißt übrigens Ende das Safe Game, weil ich eigentlich gedacht habe, ich mache Ende hier, aber ich habe noch voll Bock zu zocken und keine neue Welt anzufangen. Deswegen, ja, habe ich gesagt, ich mache das nochmal. 1333. Sehr schön. Die brummen übelst, ne? Hört er das? Das ist geil. Das ist einfach nur geil. So, jetzt bitte die Ohren zu halten. Jetzt wird's laut.
Achso, Wetterstation haben wir ja auch noch gar nicht gebaut. Seht ihr, die müssen wir noch bauen. Aha, ja, Wetterstation wäre noch schön. Seht ihr, dann machen wir das auch noch. Bauen wir noch Wetterstation. So, gucken wir mal, ob die Rakete das macht, was sie soll. Sie ist jetzt auf Status 4, das heißt, sie sammelt und sie fängt an zu sammeln, genau. Und mit dem Treibstoff, den sie hat, kann sie auf jeden Fall mit 600 hier ankommen. Na, dann gucken wir mal, wenn sie ankommt, ob hier wieder alles auseinanderplatzt. Das wäre natürlich sehr schade. So, was haben wir hier an Temperatur geschafft? Gucken wir mal. 1330. Na, immerhin. Gucken wir hier mal. 1337 hat sich also gut angepasst. Und wie gesagt, dadurch, dass ich das Material schon geschmolzen habe, habe ich natürlich schon die Hitze und alles rausgenommen und die Gase. Und hast du nicht gesehen? Nein, die Gase nicht, aber die Hitze, die ich brauche, um das zu schmelzen. Das heißt, rausgenommen, ich habe sie also schon investieren müssen. Das heißt, sobald wir jetzt die Temperatur erreichen, wird das auch funktionieren hier. Ja. Wie gesagt, der Druck steigt jetzt auch, ist klar, weil Temperatur steigt ja. Muss man halt gegenregeln. Machen wir denn aber, wenn es soweit ist, dann drehen wir runter auf 19 Megapascal und dann können wir das Zeug daraus. Und so habe ich es beim letzten Mal auch gemacht. So, jetzt die Sonne da, das heißt, wir machen uns jetzt mal los und besorgen mal Kobalt. Wenn ich welches finde, heißt es, aber eigentlich müsste hier irgendwo was sein. Ich habe hier irgendwo Kobalt gehabt. Hier ist noch Silber. Das Uran, übrigens zum Thema Uran, habe ich ja mit Dean und Co. natürlich noch gesprochen. Also Dean, ne, Rocket von Rocketworks, Chef von Rocketworks. Und der meinte sowas von wegen, wir sollen uns jetzt mal warm anziehen. Irgendwann werden wir wohl was mit Uran bekommen. Ja, also möglicherweise irgendwie Energieerzeugung mit Uran, so, das wäre natürlich schön. Ja, hier ist Kobalt. Sehr schön. Müssen wir mal gucken. Also es soll jetzt wohl irgendwie demnächst nochmal einen Content-Patch geben. Also ich weiß nicht, ob er jetzt schon da ist, wenn ihr das Video seht. Weiß ich nicht. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen habe, war der Patch noch nicht da. Aber es soll dann kommen. Oh, es ist immer noch dieser Bug beim Mining, ey. Das geht mir voll auf den Zeiger. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Kobalt. Für die Runde Astroleudern. Da brauchen wir dann noch Stahl, das heißt, wir müssen unseren Stahl dann auch noch stacken, auseinander stacken. Ja, das mache ich dann noch. Tja, das war's schon mit Kobalt hier. Also Kobalt gibt es hier irgendwie nicht so viel. So, gucken wir mal, ob wir auf der anderen Seite vom Berg noch was finden. Ja, dieses neue komische Nitrit-Eis gibt es hier auch noch. Oder N2O-Eis, aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Und es dürfte eigentlich auch gar nicht vorkommen, aber es ist irgendwie immer noch gebuggt hier. Ja, ich weiß nicht, N2O wird auch irgendwann eine Funktion kriegen im Spiel, also muss es ja. Aber im Moment sehe ich für N2O überhaupt gar keine Verwendung. Also ich, wie gesagt, ich habe das nie benutzt. Wofür auch. Das soll wohl aber irgendwie eine Verwendung haben, um irgendwie eine Basis-Gashaushalt irgendwie zu managen. Also da irgendwelche Mixturen rausmachen. Oh, ich habe Exception. Warum? Oh, oh. Was steht da? Avoid float overflow on Atmosphäre, okay. Na gut, Atmosphäre ist mir erstmal egal. Okay. Bauen wir mal ab hier. Ja, das ist halt in der Beta so, ja. Ist man halt mal eine Exception. Wir gucken mal, ob die Rakete noch fliegt. Okay, die Rakete ist nicht schuld, dass wir diese Exception kriegen. Wie gesagt, das muss jetzt wahrscheinlich erstmal durchlaufen. Aber wir haben noch 31 Dings bekommen. Das heißt, wir kriegen den Stack voll. Das ist das, was ich ja auch wollte. So. Und jetzt ziehen wir uns mal wieder den Gürtel an. Wie gesagt, entschuldigt hier unten dieses Durchlaufen, das wird irgendwann verschwinden. So, 1,6 haben wir schon. Kann natürlich auch mit unserer Furnace zu tun haben, dass das nicht geht. Dass hier irgendwo ein Bug ist. Aber das sieht nicht so aus. Wie gesagt, wir müssen hier drüben Hitze reinbringen, denn die Hitze, die hier drin ist, kann nur hier rüber transportiert werden. Ja. Da haben wir natürlich wieder eine total geile Exception. Ich speichere mal das Spiel.
Nee, nicht Save S, wir machen Save so. Denn er macht ja immer neue Save Game und statt jetzt einmal das Spiel neu, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder, ohne Exception. Aber irgendwas ist kaputt gegangen. Ich habe gerade meine Rakete fliegen sehen. Da, ihr seht, die Rakete war im Flug während des Speicherns. Das ist schlecht. Und die hängt. Sie macht nichts mehr. Sie verbraucht Sprit, aber macht nichts mehr. Ja, das bedeutet, das war ein Satz mit X. Gut, ich beende die Folge dann jetzt hier mal, lade nochmal den vorhergehenden Spielstand und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut drin. Tschüss.